Willkommen beim Eurotech Coach. Mein Name ist Florian und in diesem Video gucken wir uns gemeinsam unser Terrassenzubehör an, unter anderem das DrainTech und die verschiedenen Terrassenränder. Schauen wir uns nun unser DrainTech an und die verschiedenen Adaptermöglichkeiten. Unser DrainTech ist 21 mm hoch und 140 mm breit. Das lässt es optisch schön in eurer Terrasse verschwinden, so dass es nicht so präsent ist. Ihr habt die Möglichkeiten, das als Entwässerungshilfe zu nutzen, beziehungsweise um das Spritzwasser von eurer Fassade fernzuhalten, so dass ihr eventuell die Möglichkeit habt, mit dem Aufbau etwas niedriger zu werden, damit ihr die 15 cm Abdichtungshöhe noch einhaltet. Als Befestigungsmöglichkeit haben wir folgende Optionen. Einmal unseren DrainTech Clip. Dieser kann einfach auf einen Verstellfuß geschraubt werden oder auf ein Profil geschraubt werden mit Hilfe eines Korkpads. Danach kann das DrainTech ganz einfach eingeklippt werden und zur Reinigung oder wofür auch immer wieder herausgenommen werden. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre unser DrainTech Base in 2,40 Meter Länge erhältlich, das DrainTech in 4 Meter. Hier habt ihr einmal die Möglichkeit, das Ganze direkt auf einen Fuß zu schrauben oder auf einen Klickadapter 60 zu klicken, um somit eine schnelle und einfache Montage auch hier gewährleisten zu können. Dann ist das Ganze wie bei dem Adapter. Man kann es einfach auflegen und hier noch besser zu Reinigungszwecken herausnehmen. Beziehungsweise habt ihr hier den Vorteil, dass das Ganze ein bisschen blickdichter wird, so dass ihr nicht direkt auf eure Abdichtung schaut. Eine weitere Möglichkeit mit dem DrainTech Base wäre auch noch hier unser DrainTech Adapter. Hier habt ihr die Möglichkeit, Steine in die DrainTech Base hineinzulegen, so dass die Optik noch besser zu einer Steinterrasse passt. Schauen wir uns nun unseren Terrassenrand für die Einzellauflagerung an. Hier ist es relativ einfach. Das Ganze wird einfach auf das untere Profil aufgestellt. Die ganzen gibt es in 2 Meter Länge erhältlich bei uns. Der zweite Teil wird oben einfach eingehakt und hingelegt, so dass ihr vorne eine Steinscheibe reinschieben könnt, die dann auf Höhe, auf eure Höhe, die ihr natürlich zur Verfügung habt, geschnitten werden kann. Und obendrauf liegt der Stein auch optisch bündig ab. Ich lege euch einfach mal einen rein. So, dass das Ganze vorne ein super Abschluss ergibt. Natürlich müsst ihr euch das Ganze jetzt in 2 Meter Länge auf der ganzen Fläche vorstellen. Bei unserem Aluminiumprofil sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier gibt es zwei Profile, einmal den Terrassenrand unten und oben. In Kombination sieht das Ganze dann so folgt aus. Hier kann man wieder einen Stein reinschieben. Hier muss man Gelenke bauen. Das machen wir auch gleich mal, um sich das Ganze ein bisschen besser vorzustellen. Und hier oben liegt die Steinplatte wieder auf. Das Ganze ist aus Aluminium. Gibt es in 2,40 Meter Variante und kann dann mit unseren Profilverbindern endlos verbunden werden, so dass ihr die verschiedensten Randabschlüsse hiermit gestalten könnt. Wie das Ganze aber aussieht, zeigen wir gleich mal an den Muster. Hier zeigen wir auch nochmal verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit unseren einzelnen Produkten. Wollt ihr mit einer Holzdiele oder WPC-Diele euren Abschluss generieren, so habt ihr die Möglichkeit, unseren Blendhalter zu nutzen. Dieser kommt in einem Dreier-Set, bestehend aus der Grundplatte, wo ihr euren Fuß aufstellen müsst. Dafür müsst ihr eure Grundplatte wieder einkürzen, so wie wir das in dem Verstellfuß-Video schon gemacht haben. Der zweite Step wäre dann, die Halteklammer an die Füße zu stecken. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze noch zu fixieren. Im nächsten Schritt braucht ihr eure Diele. Hier dran wird der Adapter fixiert.
und dann einfach seitlich eingeschoben. So, dass ihr einen bündigen, sauberen Abschluss habt und eure Terrasse genießen könnt. Denkt immer nur daran, dass ihr der ganzen Terrasse auch ein bisschen Luft zum Atmen gibt. Nicht, dass das ein geschlossener Kasten wird und ihr Staunässe oder Feuchtigkeit unter eurer Terrasse sammelt. Um euch mal zu zeigen, welche Möglichkeiten wir mit unseren Terrassenrändern haben, würde ich einfach mal mit euch zusammen hier eine Ecke bauen, die einzelnen Schritte noch mal ein bisschen erläutern und vielleicht auch noch mal ein paar Ideen geben, wie das Ganze noch mal anders verwendet, anders genutzt werden kann, so dass ihr wirklich für eure Terrasse den optimalen Randabschluss beziehungsweise auch für Treppen oder dergleichen eine schöne Verblendung hinbekommt. Dafür habe ich mal ein paar Sachen vorbereitet. Als erstes mal zwei Evo-Profile. Hier sieht man auch schön, in den neuen Profilen werden Entwässerungslöcher noch eingearbeitet. Das wird jetzt nach und nach umgestellt, so dass in der Zukunft überall nochmal Entwässerungslöcher in dem Profil sind, weil es ja auch jetzt mittlerweile Belege gibt, die waagerecht, also in Waage verlegt werden dürfen und dass hier noch garantiert bleibt, dass das Wasser in den Profilen nicht auf der ganzen Länge stehen bleibt, hat das Wasser hier die Möglichkeit abzufließen. Als nächstes brauchen wir noch zwei Querausstreifungen. Einfach mal natürlich exemplarisch hier gezeigt. Natürlich muss sie nicht so nah aneinander sein. Wir hatten ja gesagt, alle 1,50 Meter sollte eine Querausstreifung generiert werden. Gerade wenn ihr eine Steinauflagerung oder mit Clips, der das Ganze befestigt, nur bei einer direkten Verschraubung könnt ihr natürlich auf die Querausstreifung verzichten. Als nächstes brauchen wir dann noch entweder unsere Winkel, unsere Eckverbinder, um die ganzen Querausstreifungen zu verbinden. Oder das Ganze kann natürlich auch mit unserer Lagesicherung generiert werden. Beides passt natürlich wunderbar in unsere seitliche Führung vom Evo rein. Hier nochmal der Winkel natürlich auch. Das Ganze fixieren wir natürlich mit unserer Bite-Bohr-Schraube, die ja bei den einzelnen Produkten im Set enthalten ist. Um es einfach zu verdeutlichen, kippe ich das Ganze mal ein bisschen auf, so dass man auch ein bisschen was sieht. Auf der Baustelle ist es natürlich nicht immer so einfach, das Ganze dann aufrecht zu stellen. Aber auch hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Bei den Winkeln ist es immer ratsam, das Langloch zu nutzen, so dass ihr nachher auch noch ein bisschen Spiel in dem Ganzen habt. Falls mal ein bisschen was verrutscht werden muss oder so, könnt ihr hier über die Langlöcher das Ganze noch ein bisschen regulieren auch. Bei unseren Bite-Bohr-Schrauben braucht ihr kein Vorbohren. In schwierigen Situationen ist es natürlich trotzdem ratsam vorzubohren, so dass man, wenn man gerade irgendwo unten drunter schrauben muss, auch einfach und schnell das Ganze fixieren kann. So, die erste Seite haben wir zusammengeschraubt. Die zweite ist natürlich identisch. Kommen wir nun zu den verschiedenen Möglichkeiten, den Terrassenrand seitlich zu fixieren. Dazu haben wir unsere Gelenke. Einmal das 90-Grad-Gelenk und einmal das 180-Grad-Gelenk. Bei dem 180-Grad-Gelenk kann man einfach vorne in das Profil das Ganze einstecken. Jetzt ist es euch überlassen, ob ihr das ganze Stück dann vorab lasst. Ihr habt entweder die Möglichkeit, das Ganze vorgelagert zu montieren oder auch versteckt unten drunter. Bei Treppen ist es natürlich immer ratsam, das Ganze von unten drunter zu machen, so dass ihr hier wirklich auch nochmal die ganze Stabilität von dem Profil habt, wo das Ganze aufliegt. Bei dem 90-Grad-Gelenk ist es folgendermaßen, das passt seitlich wieder in die Führungsschiene rein. Hier musste man sich dann einen kleinen Arm bauen.
um hier den Terrassenrand anzuschließen. Das machen wir jetzt auch mal. Als erstes verschrauben wir hier unsere Profile miteinander. Wenn ihr die Arme länger macht, könnt ihr natürlich auch hier wieder ein 180-Grad-Gelenk nutzen. Was natürlich der Nachteil davon ist, dass die beiden sich dann natürlich treffen und ihr extrem lange Arme habt, die wieder anfangen zu kippeln. Deswegen machen wir hier einen 45-Grad-Schnitt an beide Profile und verbinden es mit dem Eckverbinder, dass man einfach hier nicht so lange Arme gestalten muss. Hier ist wieder der Vorteil von dem Langloch. Hier seid ihr nicht ganz so drauf gebunden, dass das Ganze wirklich exakt von vornherein gehalten werden muss, sondern so könnt ihr die Schraube etwas locker lassen und erstmal den zweiten Teil anschrauben. So, im Anschluss könnt ihr die Ecke einfach ausrichten, beide Schrauben fixieren, vorsichtig, dass euch das Ganze nicht aus der Hand gerissen wird von dem Schraubern. Ja, und so haben wir schon die erste Ecke für unseren Terrassenrand zusammengebaut. Das Ganze wird jetzt kombiniert mit unserem 90-Grad-Gelenk, so dass wir das einfach und schnell hier seitlich an unser Evo dran schrauben können. Wie man sieht, durch die Führungsschiene habt ihr gar nicht das Problem, dass es Oberkante bündig ist, sondern durch die seitliche Einbindung vom Evo ist es optimal und sofort auf der richtigen Höhe. Ja, um euch das Leben zu vereinfachen, könnt ihr hier mit unserer Pumpzwinge natürlich auch euch das Ganze ein bisschen zusammenzwingen, so dass nichts mehr verrutscht. Und dann kann das Ganze hier einfach schon verschraubt werden. Wenn ihr unsere Querausschleifung mit unseren Eckverbindern macht und nicht mit den Lagesicherungen, empfehlen wir, in wechselseitig das Ganze zu montieren. Das Grundgerüst ist zusammengebaut. Nun hole ich mal eben kurz ein paar Verstellfüße noch dazu, damit wir das Ganze jetzt montieren können. Wenn ihr eure Unterkonstruktion ausgerichtet habt, könnt ihr jetzt die einzelnen Gelenke montieren. Nehmt euch auf jeden Fall eine Schraubzwinge dazu, wo es möglich ist natürlich. Dann ist das Arbeiten noch sicherer. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, wie schon gesagt, das Ganze auch an schwierigen Stellen vorzubohren, damit ihr euch nicht verletzt und sauber arbeiten könnt. Die einzelnen Arme haben wir montiert. Nun geht es an die Abschlussränder. Dazu können wir uns als Hilfsmittel schon mal ein paar Flexstone-Clips einklicken und eine Steinplatte auflegen. Im Anschluss könnt ihr dann wieder eine Pumpzwinge nehmen und den ersten Rand euch fixieren. Zu zweit geht das Ganze natürlich wesentlich einfacher. So, jetzt haben wir den oberen Rand montiert. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, den Rand unten zu gestalten. Entweder wir nehmen das Gegenstück, was wir schon eingangs gezeigt haben, und montieren es hier unten und können wieder einen Stein hereinschieben. Eine weitere Möglichkeit sind auch unsere Balkonabschlussprofile.
Dies kann ganz einfach mit eingeschweißt werden und hier kann dann oben eine Blende eingehangen werden, so dass man einen sauberen Abschluss mit Aluminium bekommt oder wahlweise auch einen Abschluss mit Stein, je nachdem, wo die Reise hingehen soll. Ein großer Vorteil unserer Blende ist, dass ihr die nicht nur an den Terrassenrand oben benutzen könnt, sondern ihr könnt auch das Ganze mit unseren Edge Clips benutzen, als Blende funktioniert, umfunktionieren das Ganze. Oder wahlweise sogar an unsere Einzelauflagerung, an das Abschlussprofil oben. So habt ihr eine Blende, die ihr für alle unsere Abschlussränder benutzen könnt. Zusammengefasst kann man sagen, wir haben viele Lösungen für eure Terrasse, ob es das DrainTech oder diverse Terrassenränder sind. In Kombination mit verschiedenen Oberbelägen, verschiedene Höhen ist vieles möglich. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr gerne an die technik@eurotech.team eine E-Mail schreiben. Allgemeine Fragen gerne auch an die info@eurotech.team. Ich freue mich, wenn ihr bei dem nächsten Video auch wieder dabei seid. Bis dahin viel Spaß, euer Florian.